Wir haben also alle unsere bestimmten Perspektiven auf die Dinge und man kann natürlich nicht alles im Blick haben. Russland ist in der Ukraine nicht mehr so aktiv, hat sich jetzt mehr Syrien zugewendet. Da können wir ja vielleicht noch drauf zurückkommen. Ich würde aber vorher gerne noch was zu den wirtschaftlichen Aussichten sagen. Sie, Herr Platzek, haben ja erwähnt, dass die Investitionen westlicher Unternehmen in Russland drastisch eingebrochen sind und Ihre Aussicht war auch eher pessimistisch, dass sich das nicht so schnell wieder erholen wird. Das hat sicher auch was mit dem mangelnden Rechtsstaat in Russland zu tun, denn wer investiert, wo der Rechtsstaat nicht funktioniert, gerne. Trotzdem die Frage, was kann man tun? Was könnte man jetzt wirtschaftlich tun? Sie haben das Petersberger Forum morgen, Petersburger Dialog morgen und ich nehme an, dass die Wirtschaft ein Thema sein wird. Es sind ja auch hauptsächlich oder zum großen Teil Akteure aus der deutschen Wirtschaft, die dort sich einbringen. Was besprechen Sie denn da morgen in der Richtung? Also ich wollte, wenn Sie gestatten, Herr Moderator, noch zwei Sätze sagen und Frau Scherbakowa auch an der Stelle widersprechen. Ich habe von Anfang an die Sanktionen für falsch gehalten und halte sie auch für falsch. Aus zwei Gründen, weil sie aus meiner Sicht, weil ich gespürt habe, bei denen, mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, dass es der russischen Führung eher leichter jetzt fällt, deutlich leichter fällt, eigentlich aus ganz anderen Gründen herrührende wirtschaftliche Miseren schlicht und ergreifend auf den Westen zu schieben. Zu sagen, der Schuldige ist da ausgemacht, das sind die Sanktionen, die es höchstens zu 10, 20 oder 30% sind, aber nicht höher. Da liegen viel, wir haben vorhin kurz angerissen, welche Gründe, dann könnte man noch lange drüber reden, warum letztlich die Wirtschaftskrise da ist. Und die fing ja schon an vor den Sanktionen. Aber man hat ein Begründungsschema geliefert. Zweitens, ich habe bisher nicht die Erfahrung in den 20, 22 Jahren gemacht, in denen ich mich intensiver mit Russland und den Kollegen und Freunden dort beschäftigt habe, dass man auch nur im Geringsten damit rechnen kann, dass die Administration, wie sie beschaffen ist, Putin und alles, was ringsrum ist, aufgrund von Sanktionen zum Einlenken kommt, sondern ganz im Gegenteil. Und deshalb finde ich es einfach nicht, ich fand es nicht klug, aber das sei jetzt, ist ja auch schon Geschichte und ich hoffe und vermute mal, wenn Minsk 2, was ja langsam auf dem Weg ist, von einem Waffenstillstand vielleicht zu einer Friedenslösung überzugehen, aber da muss man noch sehr vorsichtig sein, dann würden ja, die müssten Anfang des Jahres verlängert werden, die Sanktionen, das könnte sein, dass das dann sowieso aufhört. Einen zweiten Punkt wollte ich aber noch sagen, zudem, da widerspreche ich Frau Scherbakowa nicht. Ich glaube, wir haben im Moment in Europa, nicht nur in Russland, längst schleichend ein Problem, was wir aus meiner Sicht noch gar nicht wirklich wahrnehmen und aufnehmen. Wir sagen, in Russland ist hat sich ein Regime rausgebildet, was ausgesprochen autokratische Züge hat. Und wir sind ja in so einer Art Wettbewerb inzwischen schon, wenn Sie mal Debatten verfolgen, übrigens leider, muss ich mal sagen, spielt auch aus meiner Sicht die russisch-orthodoxe Kirche keine sehr, also meine protestantische Kirche, mit der bin ich da zufriedener, sage ich mal einfach. Ja, Entschuldigung, nicht gegen Katholiken, aber ich, weil ich habe auch russisch-orthodoxen Priestern, ich habe auch welche im Freundeskreis gesagt, ich kann es nicht sehen, wenn Priester Waffen segnen. Das, was ja im Ukraine-Krieg übrigens auf beiden Seiten passiert ist. Für mich hat die Kirche eine andere Uraufgabe, nämlich das Gegenteil von Waffensegnen. Ne? Und auch was. Und ich habe den Eindruck, da läuft ein schlechtes Agreement zwischen Staatsführung und Kirchenführung. Man stärkt sich da gegenseitig in einer nicht guten Richtung, sage ich mal vorsichtig. Auch was ein Stück Rückwärtsgewandtheit angeht. Aber wenn ich sage, wir haben inzwischen ein Problem, wir sollten uns da nicht erheben, weil diese Auseinandersetzung zwischen libertären Grundanlagen von Gesellschaften und eher autokratischen, dann gucken wir doch mal in die Europäische Union. Also ich bin oft in Ungarn, weil ich für die Friedrich-Ebert-Stiftung für Osteuropa mit zuständig bin. Ich kann da nichts mehr entdecken von unseren Werten, sage ich mal, und dem, wie wir uns gesellschafts-
Organisation vorstellen. Wenn ich mir angucke, dass in dem Nachbarland Polen wahrscheinlich jetzt nach allen Wahlumfragen, nach der Präsidentschaftswahl, auch die Parlamentswahl von der Kaczynski-Partei gewonnen wird, die hatten wir ja schon mal Mitte des letzten Jahrzehnts, wahrlich nicht so, wie wir uns Zukunfts- und Weltoffenheit vorstellen. Wenn ich von französischen Freunden höre, dass sie inzwischen fest davon ausgehen, dass Frau Le Pen eine Hauptrolle spielen wird nach den nächsten Wahlen. Das sind doch Prozesse, die mitten in, also ich hab mir dann auch Erklärungen versucht zusammenzudenken, 70 Jahre Kommunismus in Russland, 40 Jahre, 12 Jahre Faschismus und dann 40 Jahre Kommunismus in der DDR. Das trägt aber zum Beispiel in Frankreich überhaupt nicht, dieses Erklärungsmodell. Das trägt auch in Belgien nicht, wo in Flandern Wahlergebnisse erzielt werden, die einen schaudern, wenn man mal in die Städte reinguckt, was da gewählt wird. Also ich glaube, wir haben ein tiefergehendes Problem und manchmal, also ich habe ja vorhin in dem Vorgespräch, da kann man ja richtig aufblühen, wenn man hört, wie hier in Osnabrück gedacht und gehandelt wird, vor allen Dingen. Ist ja nicht in allen Städten und nicht in allen Gegenden Deutschlands im Moment so ubiquitär verbreitet. Und trotzdem sage ich mir manchmal, obwohl ich kein ängstlicher Typ bin, auch unsere deutsche Demokratie hat den Härtetest, den Stresstest noch nicht bestanden. Wir haben Jahrzehnte wirtschaftlichen Wachstums hinter uns. Kleine Dellen, aber immer die Perspektive, es geht aufwärts, es wird besser. Ich hoffe sehr, dass unsere Demokratie auch den Test besteht, wenn jetzt vielleicht mal 10 Jahre es nicht mehr besser wird. Wenn abgegeben werden muss, wenn geteilt werden muss, wenn der Wohlstand nicht mehr wächst. Und das ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende gedacht, was dann passiert. Und deshalb bin ich vorsichtig damit, wenn man sagt, bei denen ist das so, weil die Geschichte ist so. Ich glaube, wir haben uns alle da noch zu bewähren und ich hoffe, dass wir die Bewährung bestehen. Was ich treffe in Russland, es ist noch was sehr, sehr Tiefsitzendes. Übrigens, Sie haben vorhin Nawalny erwähnt. Ich sage Ihnen, Frau Dr. Scherbakowa, die Reden von dem machen mich auch nicht glücklich, was Nationalismus. Der ist der führende, im Moment nach Nemtsov, der führende Oppositionelle. Manche Reden wollte ich gar nicht zu Ende hören, weil da kommt nichts Gutes. Wenn der in Fahrt ist, wird er ein Nationalist vor dem Herrn, muss man mal einfach sagen. Aber ich wünsche und hoffe sehr, dass wir, und das ist auch mein Anliegen immer, dass wir es schaffen, unsere Werte, die ich wirklich für tragfähig, für ein menschliches Miteinander halte, dass wir die nicht, Sie haben eingangs in Ihrer Frage vorhin von Lehrer oder Oberlehrer gesprochen, wir haben ja so eine Attitüde gerne drauf, wir Deutschen auch speziell. Ich möchte gerne, dass wir unsere Werte, dadurch, dass wir sie erfolgreich, lebhaft und ausgefüllt vorleben und auch durchhalten in schweren Zeiten, dadurch andere anstecken, dass sie sagen, das sind wahrscheinlich doch gute Werte, wenn das so durchgehalten wird und so gelebt wird und nicht mit dem Zeigefinger sagen, ihr müsst jetzt unsere Werte übernehmen. Ich würde sie lieber durch Vornehmen so ansteckend machen, dass andere freiwillig ihnen dann am Ende auch folgen. Übrigens, Wirtschaft im Petersburger Dialog, das ist einer der Irrtümer, dem auch das Deutsch-Russische Forum, dem wird gerne nachgesagt. Ich würde mir wünschen, dass die Wirtschaft sich intensiver, auch finanziell, am Petersburger Dialog und am Deutsch-Russischen Forum beteiligt. Sie tut es mitnichten so, wie man sich's wünscht. Und der Petersburger Dialog wird morgen in 8 Arbeitsgruppen tagen, mit allen Schwächen, die Frau Dr. Scherbakowa vorhin erwähnt hat, was die Diskussionstiefe und Vielfalt angeht. Aber es gibt sehr interessante Debatten über Rechtsfragen, über Kulturfragen, über Kirchen. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe Kirchen. Wirtschaft ist eine von 8 Arbeitsgruppen. Politik, Zukunft und ich sage mal zur Krim. Wir hatten eine Rechtsgelehrten-Debatte, delikaterweise in Sochi. Da waren deutsche Verfassungsjuristen und Völkerrechtler in relativ großer Zahl da und russische. Und das Thema, was aufgegeben war, war die Krim. Und siehe da, die Linien, die Diskussions- und Trennlinien gingen quer durch beide Mannschaften.
Also nicht zwischen russischen und deutschen Völkerrechtlern, sondern quer durch die deutschen Völkerrechtler und quer durch die russischen Völkerrechtler. Weil wir haben die Frage noch nicht zu Ende geklärt. Bei der Abstimmung bin ich völlig bei Ihnen. Deshalb habe ich mir damals auch die Grusche verbrannt und gesagt, so eine Abstimmung kann nicht gelten. Das muss nochmal wiederholt werden unter OSZE-Kriterien und Aufsicht. Aber wir haben hier zwei aufeinanderprallende völkerrechtliche Grundsätze, die nie auf dieser Welt ausgefochten wurden. Territoriale Unversehrtheit eines Staates und Selbstbestimmungsrecht von Völkern. Das kommt hier zusammen. Was machen wir, wenn ein Territorium unversehrt bleiben soll, aber eine starke Gruppe, die große Mehrheit auf diesem Territorium sagt, nee, das Stück, wir wollen mit denen nicht mehr leben. Das ist völkerrechtlich bis heute nicht zu Ende ausdiskutiert und Gegenstand unzähliger Streite. Ja, wir hätten in Deutschland damals Slowenien und Kroatien nach völkerrechtlichen Grundsätzen der Unversehrtheit eines existierenden Staates nicht anerkennen dürfen. Die jugoslawische Verfassung war dagegen. Genscher hat das durchgesetzt, die SPD hat damals im Bundestag dagegen gestimmt, weil sie gesagt hat, das ist eine Verletzung des Völkerrechts. Ich sage nur, das ist nichts Singuläres und nicht zum ersten Mal. Ich sage dann allerdings meinen russischen Freunden noch immer, wenn die ganzen Beispiele angeführt werden, ein Rechtssystem besteht nicht auf der Basis, ich habe jetzt mal geklaut, jetzt darfst du auch mal klauen, sondern klauen bleibt strafbar, das muss man dann auch sagen und egal zu welchen Bedingungen. Aber wir sollten uns auch da nicht erheben. Wir haben das Völkerrecht, wir der Westen, sage ich jetzt mal, nicht Deutschland, wir haben das Völkerrecht auch an vielen Stellen mal so ausgelegt und genutzt, wie wir es gebraucht haben. Und wenn ich vorhin, und ich weiß, dass das immer auch gerne als Provokation gesehen wird, ich sage es trotzdem nochmal, wenn ich sage Vergleichbarkeit von Beurteilung, Maßstäblichkeit von Einschätzung von Handlung, als das Völkerrecht von den Amerikanern im Irak flagrant verletzt wurde, mit Zehntausenden Toten, hat kein Mensch... Wir haben es nicht mitgemacht, die Franzosen haben es nicht mitgemacht. Kein Mensch hat nach Sanktionen gerufen. Ich sage nochmal, was Maßstäblichkeit angeht, da haben wir durchaus sehr unterschiedliche Maßstäbe. Ne? Wenn ich kurz noch, ehe Sie das Wort hier bekommen und Kurzstatements und Fragen anbringen können über das Saalmikrofon, hätte ich gerne doch noch angesprochen, Sie haben schon damit begonnen, die weltpolitische Dimension. Denn das verkompliziert die Sache ja. Es geht ja nicht um Deutschland und Russland, es geht hier ja um Krim, Syrien, sehr komplexe Konfliktlinien, die waren weit komplexer als der Kalte Krieg, da war das noch einfach. Heute sind die weltpolitischen, geopolitischen Konfliktlinien sehr komplex geworden und in dem Zusammenhang taucht ja immer wieder die Frage auf, was will die russische Regierung, was will Putin? Da würde ich gerne Ihre Meinung zu sagen, ist es im Grunde die Wiederherstellung des alten Territoriums der Sowjetunion, wird an das Zarenreich angeknüpft, wo ist die Grenze, gibt es überhaupt einen Plan oder ist es nur ein Spiel von Aktion und Reaktion, auch das könnte man ja meinen, nicht? Das ist vom Westen, es ist in der internationalen Politik ja üblich, eine Seite macht was, die andere reagiert, dann wird wieder reagiert und so. Eigentlich hat niemand einen richtigen Plan. Wie wird das in Russland diskutiert und wie sehen Sie das persönlich? Ich will mich gar nicht da hineinversetzen, was für Pläne Putin hat. In Russland wird, also das heißt wer, diskutiert. Natürlich, Kritiker, Politologen, Journalisten und so zerbrechen sich Köpfe darüber, was eigentlich, was wird. Was wird mit Russland? Wohin geht jetzt Russland? Und ich glaube, derjenige, der die Antwort wüsste, müsste mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden. Die Umfragen zeigen eine ziemliche Katastrophe, weil die Menschen planen ihr Leben in Russland jetzt für 2-3 Monate. Sei es Arbeit, sei es Geld, sei es Gesundheit und das ist zum Teil die Antwort auf Ihre Frage. Und eine andere Frage ist es für uns alle, wie lebt man in so einer, ich glaube, das ist auf die Dauer wirklich kaum zu ertragen, wie lebt man in so einer Situation, wo man wirklich nicht weiß, was in der Zukunft sein wird. Ich glaube, das macht uns alle krank.
Kritiker, Nichtkritiker und so und auch und es wird ja so alles auseinandergerissen, weil natürlich wenn die, also wenn man die Menschen fragt, wie stehen sie zur ich weiß nicht, zur Krise, zur zur Arbeit der Polizei, Gerichte und so, da kommen also natürlich verheerende negative Antworten. Und einerseits konzentriert sich die Hoffnung um eine Person, also, und das ist natürlich für alle erschreckend, was die Zukunft betrifft. Das macht ja alles so unglaublich wackelig. Deshalb, und diese Untransparenz, jedes Gerücht, ob man krank ist oder gesund ist oder was immer dort also ganz oben geschieht, macht die Menschen unglaublich nervös. Und das überträgt sich fast auf Deutschland, weil also sobald diese sozusagen Gerüchte, also sobald diese Gerüchte kommen, da werden ja alle irgendwie also grübeln, was wird entschieden und so. Und das ist natürlich, das sind natürlich schon böse Symptome. Was ich ja sagen wollte, das ist, und ich glaube, vieles wird wirklich aus taktischen, also wird wirklich, Trend ist mehr oder weniger angeblich deutlich, sozusagen diese sogenannte russische Welt zusammenzubringen. In meinen Augen ist das eine Utopie. Da muss man den Menschen etwas anbieten, außer von dem irgendeinem nostalgischen Gefühlen und einem nationalen Stolz. Da muss man ihnen Sicherheit und sichere Existenz und wirtschaftliche Erfolge anbieten. Dann wird es vielleicht auch zu einer Vereinigung geben. Ansonsten flieht Kasachstan schon irgendwie. Lukaschenko macht Tänze in Weißrussland zwischen Russland und Westen. Und das passiert überall, geschweige schon von der Ukraine. Also mit allen diesen Sachen macht man diese Welt nicht zusammen. Also wir haben auch davon geträumt, gut, das Imperium ist zerfallen, aber vielleicht kann etwas wie eine, also etwas in der Form von EU entstehen. Also das hat man in den 90er Jahren, haben wir mal geträumt. Also die russische Sprache, die uns alle sozusagen aneinander bindet, vor allem die ältere Generation, kann als Grundlage sein. Also das ist natürlich jetzt alles überhaupt nicht in Sicht. Ich will ja noch vielleicht ein Wort, wir haben die Wirtschaft angesprochen. Sehr wichtig ist, ich glaube, diese russische Korruption leider, und was Nationalismus anbetrifft es ist auch leider so, die Welt ist klein, dass viele Erscheinungen sind natürlich parallel oder gleichzeitig und auch sehr unangenehme, was dieser Nationalismus anbetrifft, da teile ich natürlich also ihre Besorgnisse ganz, ganz stark. Aber was vielleicht so dazwischen, diese russische Korruption war so und Zynismus war so flächendeckend, das hatte einen Ansteckungseffekt gehabt. Ich glaube für viele, die mit Russland Geschäfte gehabt haben. So sehr wir uns auch gefreut haben, dass die großen Firmen nach Russland kommen, dass das sozusagen, dass zu einer, das investiert wird, da gemeinsame Betriebe entstehen und so, haben wir mitsehen müssen auch, also dass oft viele Bestechungsgelder im Gange sind, dass die Menschen, die Geschäfte in Russland machen, davon angesteckt werden, dass es sehr schwierig ist, wirklich, wenn man Geschäfte in Russland macht, sozusagen clean zu bleiben. Und das ist, und ich glaube, das erzeugte ein Zynismus. Man hat sich zum Teil angepasst. Und das hat aber die Wirkung gehabt, also ich meine jetzt die russische Seite und die Menschen, also diese Entscheidungsebene, wer darf in Russland, wer nicht in Russland darf. Westen ist käuflich. Es geht alles um den Preis. Es gibt keine Zivilgesellschaft. Das ist alles ziemlich erlogen. Es gibt keine Moral in diesem Sinne. Es entscheidet alles Geld. Und ich glaube, das hat eine sehr, da waren sehr schlechte Signale für beide Seiten. Und
ich glaube, die müssen auch in Deutschland wahrgenommen werden. Dass wenn man in Russland, mit Russland, es ist, man sagt immer, es ist eine andere Kultur, es ist nicht machbar, aber da gibt es Grenzen. Da gibt es Grenzen und die müssen dann, und auf die muss man achten. Sei es wirklich sozusagen eine protestantische Tradition, eine ehrliche, die wirklich da, Gott sei Dank, in Deutschland noch wirkt, da stimme ich Ihnen zu, sei es überhaupt doch die deutsche Tradition. Also da empfinden wir auch in Russland, dass wir oft im Stich gelassen haben, sozusagen, wenn man das auch mitmacht. Und das wollte ich nochmal sagen. Ja, ja. Ich wollte Ihre Frage noch mal kurz aufnehmen zu Syrien, weil mein eigentliches stillgepflegtes Hobby ist ja die Außenpolitik und was sich da so tut. Wir haben letzte Woche in Moskau mit der Gortschakow-Stiftung, also das Deutsch-Russische Forum, eine außenpolitische Tagung zu diesem Thema gemacht, um mal zu sehen, was passiert da eigentlich. Ich glaube, Putin hat relativ klare Ausgangspositionen da. Also einer der Punkte ist, das soll man nicht unterbewerten. Russische Politikrezeption ist eben anders als unsere sachlich nüchterne, die wir hier uns so angewöhnt haben. Ich sag mal, die Angela Merkel hätte in Russland auch bei der freiesten Wahl wahrscheinlich keine Chance bei der Art, wie Politik wahrgenommen wird. Und deshalb war das Wort von der Regionalmacht, mit so einer Klassifizierung könnten wir wahrscheinlich mit unserem Selbstverständnis von Politik irgendwie umgehen, auch wenn wir es ungerecht finden. Ich war in den Tagen in Moskau und habe bei vielen, auch Liberaleren, gespürt, dass dieses Wort, ihr seid nur noch eine Regionalmacht, viele Russen getroffen hat und Putin natürlich zuvorderst. Und es war irgendwie klar, dass wir eine Show erleben werden, dass deutlich wird, wir sind keine Regionalmacht, sondern wir spielen hier mit an ganz oberster Stelle. Das Feld ist jetzt entdeckt, das ist Syrien. Dann gibt es den Militärstützpunkt da, das darf man nicht vergessen, der war in Gefahr und die werden ihren einzigen Mittelmeerstützpunkt nicht aufgeben. Übrigens haben Russen ja schon seit langer, langer Zeit in Mittelost sowohl Interessen als auch Kompetenz, spätestens seit Primakow ist das ja einfach so. Und dann muss man nochmal, wenn man Putins Äußerungen genau analysiert, sich anschauen, worauf er immer wieder Wert legt, wahrscheinlich aus eigener Angst. Er hat ja bei der Geschichte auf dem Maidan immer wieder gesagt, ob einem Janukowitsch, der damalige Präsident, sympathisch ist oder nicht, er war gewählter Präsident und es ist ein Übergangsvertrag gemacht worden, an dem Steinmeier und Schikorski ja beteiligt waren. Dieser Übergangsvertrag sollte unter einigermaßen rechtlich koscheren Kautelen, Neuwahlen in der Ukraine mit sich bringen und dann Janukowitsch den Abgang ermöglichen. Das ist am nächsten Tag obsolet geworden durch das, was auf dem Maidan passiert ist. Und ich glaube, das hat Putin sehr viel Angst gemacht. Und deshalb sagt er immer wieder, es war ein gewählter Präsident und der darf so nicht aus dem Amt kommen. Und er sagt das bei Bashar al-Assad ganz genauso. Es sind dieselben Worte. Es ist ein gewählter Präsident. Und der gewählte Präsident, hat er gestern gerade in Moskau wieder gesagt, hat mich gebeten, hier militärisch einzugreifen, völkerrechtlich völlig okay. Völkerrechtlich ist eher ein bisschen kompliziert, was unsere Verbündeten da machen, weil die hat kein gewählter Präsident gebeten in Syrien. Das muss man wenigstens alles nur, wir haben vorhin über Völkerrecht geredet, muss man alles nur sehen. Und ich sage nochmal, es muss einem nicht gefallen, aber man muss die Sachverhalte wenigstens auch so benennen, wie sie sind. Und ich hoffe sehr, es gibt seit gestern ein Memorandum. Auf der außenpolitischen Tagung, von der ich sprach, wurde übrigens der Satz geprägt, dass auch das Schicksal der Ukraine sich in Syrien letztlich entscheidet. Also es wird alles Rückwirkungen am Ende haben. Das Memorandum ist verabschiedet worden von den Militärs, russischen und amerikanischen, um wenigstens Konfliktgefahren einzudämmen. Und es wird morgen aller Voraussicht nach ein Außenministertreffen oder übermorgen in Wien geben, wo Kerry und Lavrov, der Ami und der Russe sind, und es wird der türkische Außenminister, der saudi-arabische Außenminister dazukommen und wahrscheinlich noch zwei, drei. Und man hofft, und ich hoffe das sehr, dass dort eine Vorgehensweise besprochen wird, die nicht mehr gegeneinander ist, sondern die Stück für Stück zu einem Miteinander führt. Warum? Weil das der Lackmustest werden könnte. Dort treffen sich Interessen der Russen, die habe ich eben kurz geschildert in diesem Mittelostraum. Es treffen sich amerikanische Interessen, weil die haben überall Interessen, auch da. Es treffen sich sehr intensiv
Es treffen sich sehr intensiv, intensiver als früher, europäische Interessen, denn es sitzen im Moment noch Millionen Menschen in Flüchtlingslagern in und um Syrien herum und Irak und warten auf Signale. Das Signal soll sein, haben wir noch eine Chance, eine Zukunft in unseren Heimatländern zu finden, oder haben wir diese Chance definitiv für die nächsten Jahre nicht mehr? Dann werden wir noch ganz andere Züge erleben, als das im Moment der Fall ist. Und das hängt alles an diesem Problem Syrien, und deshalb hoffe ich sehr, dass da in den nächsten Wochen die Vernunft obsiegt und alle, die da auf dem Spielfeld sind, sich, meine, da muss man auch in den sauren Apfel Assad beißen, dass man sagt, für eine Übergangsgestaltung ist er dann eben noch dabei. Ich habe heute im Deutschlandfunk auf der Herfahrt einen interessanten Bericht in der Mittagszeit gehört von einem Essener Professor, der gesagt hat, gewöhnt euch endlich mal an, nur die Strategie, der Diktator muss weg, ist noch keine außenpolitische Strategie. Man muss auch sagen, was danach kommt. Wir haben diese... Wir haben im Irak gespürt, wir haben in Libyen gespürt, dass die Strategie, Hauptsache der verschwindet, Chaos erzeugt hat. Und da muss man auch die Punkte danach sich ausgedacht haben, damit dann am Ende wirklich eine, für die Menschen ist es weder in Irak besser geworden, noch in Libyen besser geworden. Das muss man einfach sehen. Es gibt dort inzwischen totales Chaos und tausende Tote, zehntausende Tote. Und deshalb muss man schon eine Strategie zu Ende denken und darf nicht so kurzsichtig nur sagen, der passt nicht, der muss weg. Und das hoffe ich, dass wir in Syrien zu solchen Schritten irgendwie gemeinsam auch die Kraft finden. Das wäre jetzt ein ganz interessantes neues Thema. Was Sie hier, wofür Sie hier gesprochen haben, ist ja die sogenannte westfälische Staatenordnung mit dem Prinzip der Nicht-Einmischung. Der richtige Ort hier, ja. Und jetzt könnte man natürlich diskutieren, war das eine gute Ordnung? Sie ist nicht mehr gültig aufgrund des Prinzips der Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft, wer immer das ist. Und das, da könnte man natürlich die Liste jetzt weiterführen. Libyen könnte man auch noch anführen. Ich glaube trotzdem, dass der Westfälische Frieden noch viel Potenzial hat. Ja, Kissinger schreibt es auch, kann ich empfehlen. Neues Buch von Henry Kissinger, der sagt, zurück zum Westfälischen Frieden und dann ist wirklich Frieden. Schlagt euch diese Flausen aus dem Kopf einer konstruktivistischen, liberalen, kosmopolitischen Weltordnung. Aber das ist ein ganz neues Thema, das wir auch in Friedensgesprächen vermutlich noch aufgreifen werden. Sie sprachen vom Neonationalismus, Sie auch, den es in Westeuropa und in Osteuropa gibt. Wir haben im Wissenschaftlichen Rat der Friedensgespräche schon, ich glaube, dass, wenn ich mich recht erinnere, schon beschlossen, dass das Thema neuer Nationalismus im nächsten Jahr ein Thema der Friedensgespräche sein wird. Und darauf können wir uns jetzt schon freuen, wenn das genauso ertragreich wird wie der heutige Abend, dann wird auch das ein großer Erfolg.